da sind wir wieder. Haben uns wieder eingefunden. Keine Ahnung, wie spät es gerade ist. Ja, nach langem gießt ihr nur endlich die ganzen Cornflakes von den ganzen Frühjahrscorns durch. Und jetzt kommen mal wieder ein paar Let's Paints. Und wir fangen an mit dem Cover vom dritten Band. Vom vierten Band. Prost Mahlzeit. Der dritte Band ist schon lange draußen. Ja, der vierte Band wird im Übrigen im Juli. Im Juli wird er rauskommen. Ganz genau weiß ich es nicht, aber es wird wahrscheinlich so Anfang Mitte Juli sein. Könnte auch später werden. Kommt dann drauf an, wie lange ich brauche. Aber so in der Juli-Zeit wird er dann erscheinen mit Kapitel 10, 11 und 12. Meine Güte, 12 Kapitel sind wir schon. Jui. Ich hätte nicht gedacht, dass ich A, so lange durchhalte und dass ich B, das überhaupt hinkriege. Aber gut. Es gibt immer wieder Überraschungen. Gut. Also, mir wurden jetzt wieder eine Menge Fragen gestellt, die ich natürlich auch jetzt wieder beantworten werde, so gut und ausführlich, wie ich das nur kann. Ich muss nur Fraps mal ganz kurz ausmachen. Dankeschön, Fraps. Ja, und wir fangen gleich mal an mit der ersten Frage. Was soll Force Instance für eine Botschaft rüberbringen? Also rein theoretisch könnte ich das jetzt natürlich beantworten, aber andererseits ist es doch eigentlich so, der Autor sollte doch niemals seine Intention einfach so sagen, sondern er macht ja das Werk, damit man über die Intention nachdenkt und sie für sich selbst interpretiert. So in etwa. Also ich, wie gesagt, ich möchte es ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich könnte es natürlich auch beantworten, aber ich glaube, da nehme ich euch einfach sehr viel vom Lesespaß und auch sehr viel vom Interpretationsspaß. Lasst das Werk ein bisschen auf euch wirken, lest es durch und denkt ein bisschen drüber nach. Und ich meine, letztendlich in den ganzen Kommentaren, die ich bisher gelesen habe, ist es eigentlich auch eher so, dass ich schon merke, dass ihr die Grundintention bereits aufgegriffen habt. Also das hattet ihr ja eigentlich, wie ich schon etwa tausendmal gesagt habe, schon in der ersten Version, die ich ja dann komplett verworfen hatte und nochmal von neuem angefangen habe. Aber auch jetzt habt ihr eigentlich so die Hauptintention und die Hauptbotschaft schon längst begriffen. Also ist dann so, ich glaube, ich habe meine Aufgabe gut gemacht. Ja. Von daher, also lest es ruhig noch ein bisschen weiter. Es wird noch ein bisschen komplizierter und ein bisschen tiefer. Aber das wird alles kommen. Werden wir dann sehen, wie lange sich das Projekt hält und wie lange ich dran arbeiten kann. Aber ich versuche natürlich so viel wie möglich eine Tiefe irgendwie mit reinzubringen und das auch so zu verpacken, dass ihr das verstehen könnt. Also ich werde es jetzt nicht zu kryptisch machen, dass ihr dann irgendwann da hängt und überhaupt nichts mehr rafft. Wenn ihr gerade was nicht rafft, dann ist das beabsichtigt. Ich hatte zum Beispiel, auf der Animo kam ein Mädel zu mir und die hat gemeint, ja, sie hat das jetzt gelesen, aber sie versteht überhaupt nicht, was das jetzt mit dem Mädchen mit den schwarzen Locken da soll und was die da gemacht hat und hä und so. Und das sind so Dinge, die sollt ihr jetzt auch nicht verstehen. Ihr könnt gerne versuchen, das irgendwie dran rumzuspekulieren oder so, aber das sollt ihr jetzt auch noch nicht verstehen. Ihr werdet es später verstehen, ich verspreche es euch. Aber jetzt noch nicht. Ja, ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Nächste Frage. Was esst ihr auf Cons am liebsten? Beziehungsweise, was ist euer Lieblingsessen? Das sind zwei Fragen. Ich beantworte erstmal die erste. Was esst du ihr auf Cons am liebsten? Ich meine mit Sicherheit mich und Miso, aber Miso ist gerade nicht da. Die ist gerade auf einem Geburtstag. Und deswegen beantworte ich dir einfach mal für mich selber, was esse ich auf Cons am liebsten? Das ist eine gute Frage. Also das ist, bei mir ist es auf Cons immer sehr, sehr schwierig. Weil es ist dann immer so, einerseits bin ich dann so in der Arbeit drin und mein Körper ist voller Adrenalin und steht die ganze Zeit unter Stress, dass ich eigentlich selber überhaupt nicht mitkriege, dass ich Hunger habe. Das ist dann eher so, also ich esse dann so nebenher immer, so über den Tag verteilt knabber ich einen Müsli-Riegel rum, bestenfalls. Aber ansonsten eher nichts. Naja, das klingt jetzt halt bescheuert, wenn ich das so sage und alle reißen gleich wieder die Hände hoch. Oh mein Gott, hier ist auf Convention schon wieder überhaupt nichts.
Aber das hört sich viel schlimmer an, als es ist, weil ich merke meinen Hunger sowieso nicht und am Ende vom Tag oder wenn die Con vorbei ist, dann esse ich sowieso wieder ganz normal. Das ist halt wirklich nur die 2 oder 3 oder 4 Tage, die ich auf einer Convention mal unterwegs bin, da esse ich halt mal nix. Ich habe zum Beispiel die MMC Anno 2000 und schieß mich tot. Habe ich 3 Tage lang ein einziges Käsebrötchen gegessen. Mehr ist da nicht. Und das ist aber nicht schlimm. Ich esse da halt teilweise nichts. Dann gibt es aber auch Zeiten auf Conventions, wo ich richtig doll schlimm Hunger hatte. Das war zum Beispiel auf der Animoog, war das so. Am Samstag. Wo ich richtig schlimm Knast gehabt habe. Da ging es mir teilweise schon richtig berstisch schlecht, weil ich hatte so Hunger gehabt und ich war so glücklich darüber, dass meine Schwester am Abend Kartoffelsuppe gemacht hatte. Und sie war dann selber ins Kino gegangen, aber hat mir doch eine Nachricht hinterlassen: Ja, hier, ich habe Kartoffelsuppe gemacht und nimm dir ruhig und mach dir warm und bla. Und das war so geil und yay, was Warmes zu essen und das hat so toll geschmeckt. Und das Witzige an der Sache war, ich habe nur die Hälfte davon geschafft. Also ich habe mir echt so einen ganzen Teller voll gemacht und habe gedacht, oh ja, jetzt schlemmst du hier voll und boah, mega krass essen und so. Und dann habe ich nur die fucking Hälfte von diesem fucking Teller geschafft und war fucking satt. Okay, das geht natürlich auch. Tja, naja. Mein Lieblingsessen. Also speziell jetzt auf Cons ist es schwierig. Also das Ding ist natürlich, man kriegt von vorne und hinten immer irgendwelchen Süßkram in den Arsch geschoben. Also zum Beispiel Kekse oder Bonbons oder irgendwas Kuchenmäßiges in der Richtung. Und das ist natürlich auch schön, aber ich krieg das so zuhauf, dass ich irgendwann den Süßkram satt habe. Und dann mag ich nichts Süßes mehr essen. Also wenn ihr mir auf einer Con Gefallen tun wollt und mir was zu essen bringen wollt, nach Möglichkeit nichts Süßes, sondern irgendwie was Herzhaftes. Chichan hat mir zum Beispiel auf der Konichi mal eine Lasagne gebracht. Klingt komisch, ist aber so. Die hat mir echt eine fucking Lasagne gebracht und davon habe ich natürlich auch nur so ein paar Häppchen gegessen und danach war ich pappesatt, aber was Warmes, Herzhaftes, damit kann ich immer ziemlich gut was anfangen. Jo. Und mein Lieblingsessen generell? Ich mag sehr die italienische Küche. Also ich mag sehr Pasta und Soße und Lasagne und Pizza. Und mexikanisch mag ich auch gerne, aber halt nicht so sehr wie italienisch. Also italienisch mag ich. Ja. Ja.